Guten Tag und hallo, mein Name ist Klaus Wallraff. Ich bin heute hier im Malteserstift St. Nikolaus, einer alten Hilfeeinrichtung in Duisburg. Bei mir ist Olga Japs, die mir erzählen wird, wie die Bewohnerinnen und Bewohner in den letzten Wochen den Corona-Lockdown erlebt haben und was auch jetzt nach den Lockerungen wieder möglich ist. Frau Japs, wochenlang waren die Altenhilfe- und Pflegeeinrichtungen geschlossen. Jetzt öffnen sie wieder. Es gibt Lockerungen. Wie wirkt sich das auf die Bewohner, auf die Mitarbeitenden aus? Die Bewohner freuen sich natürlich sehr über die Öffnung, über die Tatsache, dass die Angehörigen wieder zu Besuch kommen dürfen. Und die Stimmung im Haus ist insgesamt auf jeden Fall sehr viel besser geworden. Die Telefonate über WhatsApp, über FaceTime, das alles Gespräch am gekippten Fenster hat natürlich schon ein bisschen geholfen, so die Sehnsucht nacheinander zu überwinden. Aber das ersetzt nicht den direkten Kontakt. Und für die Mitarbeiter, die freuen sich auf jeden Fall über die bessere Stimmung im Haus. Aber man muss schon sagen, bei denen schwingt auf jeden Fall auch immer so ein bisschen Sorge beim Thema Lockerungen mit. Also man spricht von Lockerungen, aber wird die Stimmung auch wirklich lockerer? Also die ersten Erzählungen waren jetzt schon so, es ist immer noch ein bisschen merkwürdig, wenn dann die Besuche stattfinden. Es ist eine Plexiglasscheibe dazwischen, man muss Mundschutz tragen, man darf sich nicht umarmen, so keine Berührungen sind erlaubt. Es geht nicht alles, was früher ging, es ist auch nicht so wie früher. Es ist so ein bisschen die Stimmung, es ist besser als nichts, aber man muss sich auch noch daran gewöhnen, dass da tatsächlich auch wieder so Nähe aufgebaut wird, wie es vor Corona war. Welche Lockerungen sind jetzt eingetreten? Was ist möglich und was ist nicht möglich, wenn ich als Besucher beispielsweise in eine Pflegeeinrichtung komme? Genau, also erstmal ist es überhaupt möglich, wieder zu besuchen. Das läuft schon sehr anders ab als vorher. Man muss sich in eine Liste eintragen, Kontaktdaten werden aufgenommen, nach Symptomen abgefragt. Die Besucher werden in den extra dafür hergerichteten Besuchsraum begleitet. Die Bewohner werden auch aus dem Bewohnerzimmer begleitet. Und das soll verhindern, dass Besucher und Bewohner die gleichen Wege zum Beispiel in der Einrichtung nutzen. Dann eben die Plexiglasscheibe, all sowas. Das sind schon Veränderungen, aber Besuche sind generell erstmal möglich. Das ist sehr schön. Was eben nicht möglich ist, man darf jetzt nicht der Oma den Lieblingskuchen selbst gebacken mitbringen. Alles, was man mitbringt, muss verpackt sein. Das geben die Hygienerichtlinien vor. Berührungen sind, wie gesagt, nicht möglich. So, das sind die Dinge, die mir einfallen. Jetzt wird das Coronavirus uns noch eine Zeit lang gefährden, auf welche Art und Weise auch immer. Was ist mittelfristig, was bewegt die Bewohner? Also wo würden die gerne hinkommen? Wo haben die vielleicht noch Sorge? Also die Sorge der Bewohner ist, mein Eindruck ist, die größte Sorge ist eigentlich die, dass es trotz aller Schutzmaßnahmen doch zu einer Infektion in der Einrichtung kommt und dann auch wieder die erhöhten Einschränkungen in Kraft treten, dass dann eben Besuche nicht mehr möglich sind. Ich glaube, da ist die Sorge fast größer als vor dem Coronavirus selbst, weil viele Bewohner tatsächlich wirklich sagen, ich bin alt und ich bin schon alt geworden und was nützt es mir jetzt, wenn ich quasi zwar hier noch lebe, aber meine Enkel nicht sehen kann, wie sie jetzt größer werden und nur mir Bilder gezeigt werden. Das ist unter den Bewohnern so, ja. Was für besondere Herausforderungen gibt es für die Mitarbeitenden? Die Mitarbeitenden zum einen müssen viele Mitarbeiter neue Aufgaben übernehmen. Also zum Beispiel die Mitarbeiter in der Rezeption wickeln jetzt die gesamte quasi Ankunft der Besucher ab. Ne? Nehmen die in Empfang, nehmen die Kontaktdaten auf, weisen die in die Hygienevorschriften ein. Also was kommt on top zu dem Job, den sie sozusagen bisher gemacht haben. Wir haben in manchen Pflegeeinrichtungen tatsächlich neue Mitarbeiter eingestellt, weil wir es mit dem Bestandspersonal sozusagen nicht hätten realisieren können, die Besuche so, wie sie jetzt sind. Dann ist es für viele Pflegekräfte natürlich nochmal anders. Die sind jetzt plötzlich nicht mehr nur Pflegekraft, sondern waren vor allem unter den Schließungen. Da durften ja auch Physiotherapeuten, Podologen, sozusagen Fußpflege war nicht möglich. Da haben die auch all sowas übernommen, wenn die Bewohner das gerade brauchten. Und waren zudem auch nochmal mehr Familienersatz, ne, wenn die Familie gerade nicht kommen kann.
das war auf jeden Fall eine große Umstellung für die. Und zugleich mussten die ja aufpassen in ihrem Privatleben, genau, dass sie sich da nicht infizieren und das dann auf der Arbeit mitbringen. Genau. Und das ist ja noch ein Punkt, der, finde ich, gerade sozusagen noch viel weniger gesehen wird, weil er weniger offensichtlich ist. Das müssen sie auch weiterhin tun. Also für uns alle ist es lockerer geworden. Wir dürfen wieder rausgehen, uns mit Freunden verabreden und haben wieder ein etwas normaleres Sozialleben. Wahrscheinlich für die meisten, für die Pflegekräfte gilt das eben nicht. Also die tragen ja mit die größte Verantwortung dafür, dass das Coronavirus nicht in die Einrichtung kommt. Das heißt, auch im Privatleben müssen die sehr viel mehr als wir alle darauf achten, dass sie Abstand halten, dass sie die Hände desinfizieren, dass sie Mundschutz tragen und sind da einfach nochmal eingeschränkt. Was würden Sie sich als nächstes wünschen? Also wenn man über die Lockerungen spricht, dann heißt es immer, ja, das könnte als nächstes kommen, das könnte als nächstes kommen. Was wäre Ihr Wunsch? Was ist der Wunsch einer solchen Einrichtung für die Zukunft? Ja, also unser Wunsch ist erstmal, ganz ehrlich gesagt, keine weiteren Lockerungen ad hoc, die wir dann sozusagen schnell irgendwie umsetzen müssen. Wir sind sehr froh, dass unser Hygienekonzept jetzt so gut funktioniert, wie es das tut und greift und dass wir da Erfahrungswerte sammeln können. Was wir uns für die Zukunft wünschen, ist vielleicht eher so ein Gefühl dafür, wie man gut und sicher mit dem Coronavirus in einer Pflegeeinrichtung umgehen kann. Und wenn die Fallzahlen, die Infektionsraten so gering bleiben weiterhin, dann wünschen wir uns natürlich sehr und können uns das auch vorstellen, dass Besuche zum Beispiel auch draußen stattfinden können, mit einem Spaziergang im Garten der Einrichtung verbunden werden können, dass vielleicht fitte Bewohner auch durchaus mal kleine Erledigungen machen dürfen, das Gelände verlassen dürfen, dass man mehr einfach ein bisschen so einen sicheren Umgang mit dieser Gefahr des Coronavirus sozusagen hat. Mhm. Das wünschen wir uns sehr für die Zukunft. Okay. Vielen Dank. Gerne.